Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Streamstag. Wir machen heute mit der Flap-Flap-Anzeige weiter. Aber davor quatschen wir noch ein bisschen, wie es uns allen geht, was wir gerade so gemacht haben und so weiter. Und ich merke, ich habe irgendwie meine Dingsbums, irgendwie waren meine nach hinten zusammen Bindhaare irgendwie angenehmer für den Greenscreen. War nicht so ein Wuselkopf auf mir drauf, von dem her, naja. So, schön, dass schon so viele da sind. Grüß dich, Kevin. Grüß dich, Andi. Andi, heute keine Software. Also, du kannst dich schon mal freuen. Wir machen heute das da. Ich glaube, du hast angesprochen letzte Woche am Freitag, ob wir da etwas Neues bauen, oder? Das warst, glaube ich, du. Warst du das? Du warst das, oder, Andi? Ich glaube schon. Weil mir ja nicht alle Dingsbums da übersehen wollen, tun wir hier mal ein Dankeschön an den Gelit Electronics. Der hat uns nämlich einfach so vor 3 Tagen gefolgt, wo im Prinzip keiner hier war. Der hat einfach ohne Stream mir gefollowt. Vielen Dank dafür, Gelit Electronics. Genau, also das Verschleißteil. Ich bin nochmal schwanger gegangen mit dem Gedanken. Hab noch ein bisschen mit meinem leitenden Moderator drüber diskutiert. Wir werden es neu bauen. Wir überlegen uns heute im Stream, wie wir es neu bauen. Ich habe ein paar Gedankengänge, wie wir es machen können. Wir müssen uns im Vorfeld auch noch gleich ein paar Dinge anschauen. Also wie viele Blätter das jetzt wirklich hat zum Beispiel. Also wie viel Teile wir haben, weil die Blätter, die diese Flap-Flaps haben, müssen ja hier irgendwie dargestellt werden. Weil wir können ja nicht hier 64 Teile haben und nur 62 Blätter, weil dann überschneit es irgendwo, dann gibt es Unschärfen und Probleme. Das heißt, wir brauchen eigentlich so viel Inkrementalteile, wie wir Blätter haben. Aber da machen wir uns jetzt heute mal noch ganz viele Gedanken drum. Es wird auf ein CAD-Projekt rauslaufen, also wir werden definitiv was mit CAD machen müssen, also konstruieren. Und wir werden definitiv was 3D drucken dafür. Und ich schätze mal, dass wir auf jeden Fall irgendeine Platine dafür brauchen werden. Ich schaue mal, ich habe ein bisschen was an Ewald-Boards da. Vielleicht kriegen wir irgendwas mit Ewald-Boards schon mal getestet. Mein Grundgedankengang wäre, das irgendwie mit Magnet zu machen. Magnetfeld messen, wie stark das ist und dann da irgendwie schauen, dass man es mit dem hinkriegt. Ich habe keine Ahnung, ob wir es schaffen. Wir werden mal schauen. Wir müssen auf jeden Fall uns heute, wie gesagt, die Flap-Flaps anschauen und auch das Teil mal komplett zerlegen und schauen, weil, wie du schon richtig sagst, Andi, es ist ein Verschleißteil. Und wenn hier auch schon dieses Beinchen abgebrochen ist, bei einem ist innen drin die Feder abgebrochen, es bringt nichts. Und ich will eigentlich von einer mechanischen Lösung weg, weil auch diese mechanische Lösung nicht wirklich was bringt, weil dann dreht es halt, keine Ahnung, ein paar Jahre und dann ist wieder irgendwas kaputt. Und das, ja, ist einfach nicht so schön. Deswegen schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Aber jetzt erstmal, wie geht's euch eigentlich? Seid ihr alle fit? Habt ihr euch schon auf den Streamstag gefreut? Weil wir jetzt ja Dienstag, Mittwoch und Freitag streamen. Ich habe ja unten, wenn es drunter schaut, gibt es ja den Zeitplan, den Kalender, wann man streamt. Ich habe das jetzt auch schon fix eingeplant. Also Dienstag, Mittwoch, Freitag streamen. Bis mal irgendwann wieder was dazwischen kommt. Aber dann kann ich ihn ja einfach absagen, den Stream auf Twitch. Das geht auch ganz einfach. Ich habe meinen Kaffee schon mal hergerichtet heute zum Streamstay aus einer wundervollen Ehio-Tasse. Und ich habe mal gerade vorher noch in den letzten 10 Sekunden, wo das Intro gelaufen ist, habe ich mal noch ganz schnell einen Block aus dem Dings aus der Schublade gezogen, weil... Weil ich muss ja das ganze Zeug ein bisschen mitschreiben. Wir schreiben das heute mal auf dem Papier mit. Und ich werde für die Flap-Flap-Anzeige auch ein GitHub-Projekt anlegen. Das heißt, ich tue dann das alles in Text verfassen und hochladen. Kevin, ja, sehr schön, dass da gut geht. Bei mir auch. Ich bin ein bisschen müde heute tatsächlich. Bin ganz früh aufgestanden. Um 6 hat der Wecker geklingelt. Deswegen bin ich jetzt dezent müde, aber es passt. Es passt, doch. Ich bin happy, ich freue mich voll zu streamen und ich hoffe, dass wir da heute echt, also ich habe mir echt kaum Gedanken gemacht dazu, nur dass Bescheid wisst. Ich nehme auch gern Vorschläge und so weiter von euch an, wie wir es machen könnten. Also da bin ich offen für alles. Müssen halt nur schauen,
wie was, wo und überhaupt. Wir gehen jetzt mal rüber zum Lötplatz und messen mal das ganze Zeug durch und schauen uns das ganze Zeug mal an. Schrauben das Zeug mal auseinander und dann notieren wir noch, was wir brauchen und dann sehen wir eh, was passiert. So, jetzt schauen wir mal, ob wir einen Kuli haben, der funktioniert. Perfekt. Irgendein Werbekuli von irgendeiner Firma, die gern mehr verkauft hätte. Kriegt sie sicher auch zu Milliarden immer zugeschickt. Diese klassischen Spam-Dinger. So, mal hier ein bisschen Platz machen, dass ich überhaupt rüber kommt zum Lötplatz. Und dann nehme ich euch gleich mit. Und da und da. So, sind wir schon da. Und die Microsoft-Kamera hat sogar ihre Einstellungen behalten. Das freut mich am meisten. So, wir drehen jetzt mal am Rad. Also am Flap-Flap-Rad. Jetzt müssen wir mal schnell schauen, was wir hier für einen Inbus brauchen. Den da. So, wir können nämlich hier anhand von diesem seitlichen Rad, kann man nämlich einfach hier direkt durchdrehen, haben wir gelernt. Und ich drehe es jetzt mal so, dass ihr ausseht, was da passiert. Und dann zählen wir einfach mal mit. Wir fangen jetzt einfach mal bei der 0 an. Also 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 40. Wir haben 40 Blätter. Hört sie mich, ich muss das Mikrofanten ein bisschen rüber tun. Wir haben bei der Stundenanzeige. So viel zum Thema, ob der Kuli geht. Der ging. Stundenanzeige 40. Blätter. Und dann schauen wir die Minutenanzeige an. Minutenanzeige. Drehen wir jetzt mal auf 0. So, da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62 Blätterhammer bei der 62. Wer jetzt dazu schaltet, nein, der Ton ist nicht versetzt. Warum? Klingt so oder ist der Ton versetzt? Passt was nicht? Oder ach so, weil ich quasi hier, weil es nicht mit den Zahlen zusammenpasst. Deswegen, ich verstehe, was du meinst. So, und jetzt bauen wir mal, das ist die Stundenanzeige. Ich habe das Ding hier stecken lassen. Jetzt bauen wir mal die Minutenanzeige auseinander. Zack. Zack.
will jetzt nicht mal komplett auseinanderbauen. Wirklich so aufs Letzte raus, hier auch diesen Sprengring da rausnehmen. Sollte nicht das da abgehen. Ah, das haben wir schon mal runtergenommen, ne? Das war irgendwie so federvorgespannt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, da war da so eine Feder drin. Da war da. Ah, ich erinnere mich. Moment. Moment. Das konnte man, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Genau, man konnte in die Richtung hakt's. Also in die Richtung kann ich nur geht's zu drehen und in die andere Richtung dreht's durch. Da war eine Feder drin. Damit konnte man das nämlich einstellen. So rum war das. Ich erinnere mich. Man hat nämlich da einfach auf die Scheibe 0 gedreht und wenn man dann bei der 0 war, musste man quasi einfach nur ablesen, was gerade für eine Anzeige war und hat im Prinzip hier drin. Sieht es, glaube ich, eh, oder? Wenn man reinzoomt, wird es vielleicht sogar noch mehr sehen. Man hat hier drin dann quasi nur die Scheibe gedreht. In die andere Richtung geht es nur mit dem Zahnrad. Also die Richtung geht nicht. In die Richtung dreht das Zahnrad leer durch. Und so konnte man das da, konnte man diesen Nullpunkt einstellen. Das merken wir uns, weil die Mechanik würde ich eigentlich übernehmen wollen. Weil das Zahnrad müssen wir ja eh beibehalten. Also das Zahnrad braucht man. Da müssen wir ja eh drauf kommen auf unser anderes Zahnrad. Da kommen wir nicht drum rum um dieses Zahnrad. Soweit dazu. Dann schauen wir mal weiter. Na, das wird echt noch eine Herausforderung. Zweiten Sprengring und dann sollte das rausfallen. Und da haben wir jetzt diese Kontakte. Und das sind einfach enorme Verschleißteile. Also da sind teilweise diese Federn gebrochen schon. Teilweise haben wir sie nachbiegen müssen, weil sie nicht mehr richtig funktioniert haben. Und da oben drauf haben wir quasi diese Goldkontakte, die alle auch irgendwann abreiben. Beim rechten sieht man es ganz gut, beim äußersten. Der ist richtig gut abgerieben. Das ist nämlich auch der, der hier auf die größte Teilscheibe, also auf die feinste Teilung drauf geht. So, und dann würde ich sagen, zählen wir die mal nach, weil die würden mich jetzt interessieren. Die müssen ja irgendwie passend mit dem. Mit dem, in dem Fall 62 Blätter sein. Jetzt markieren wir uns da mal einen. So. Und dann fange ich jetzt einfach mal da an zählen. Ihr könnt es mitzählen. Vielleicht verzähle ich mich ja. Ich zähle die Kontakte, muss ich zählen, nicht die Löcher, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Habe jetzt weiter gezählt. Ich bin schon wieder draus. So. Hallo, hallo. 1, 2, 3, 4. Ich muss echt drüber halten, sonst kriege ich es nicht hin. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 36, 37, 38, 39, 40.
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Es passt tatsächlich zusammen. Also wir haben hier 62 Blätter aufgeschrieben. Dann passt es so tatsächlich zusammen. Das ist ja das, was ich gemeint habe. Wir müssen hier wirklich schauen, dass die Teilung mit der Blattanzahl zusammenstimmt, weil wir sonst richtig Probleme kriegen. Und die müssen wir schauen, dass wir diese Probleme vermeiden können. Das Teil dreht sich nicht. Das ist fix mit dieser Welle verbunden. Schauen wir mal, jetzt tun wir den Sprengring hier auch noch runter. Aha. Das wird hier eingepresst. Da ist da so ein kleines Zahnrad. Man sieht es ganz ein bisschen überstehen. Und das wird hier quasi, da sieht man die Zacken, hier quasi eingepresst, das Ganze. Also das kann man im Prinzip auch einfach mit dieser Bohrung, wie wir das da haben, machen und dann das da reindrücken. Das würde man, wenn man das, wie jetzt das irgendwie anders lösen möchten, würde man das so hinkriegen. Wenn wir jetzt eine eigene Platine bauen würden. So. So viel dazu. Das bedeutet, wir haben, ist das da eigentlich, ist nur nicht durchkontaktiert, oder? Nee, ist da einfach Hartpapier? Nicht durchkontaktiertes Hartpapier. Ja, da ist nichts durchkontaktiert. Können wir mal schauen, was da drauf steht. 4258048 30216191. Also nicht, dass jetzt irgendwo 62 draufstehen wird, ne, dass man wüsste, es hat 62 Teile an. Ne, ist nicht. Haben sie irgendeine Artikelnummer oder so wahrscheinlich drauf. Aber hier im Prinzip nochmal in schön zu sehen unsere Teilscheibe. Also wer jetzt einen Screenshot machen will, das wäre jetzt der perfekte Moment dafür. Weil man es echt hier am allerbesten sieht. Man sieht jetzt hier auch echt gut, dass hier die halbe Scheibe ist und hier die halbe Kontakt hat. Hier die Viertelscheibe kein Kontakt und Viertelscheibe hier Kontakt. Sieht man hier ganz gut, das mit der Viertelscheibe passt. Da haben wir Achtel. Eine Achtelscheibe haben wir hier. Die ist hier aber leicht überstehend, das heißt, da ist das Achtel irgendwie außermittig. Also entweder geht das zu weit oder das geht zu weit rüber. Und die anderen teilen sie auch nicht so ganz auf. Also da sind wir auch ein bisschen unsymmetrisch, weil wir bittechnisch ja auf 64 kommen würden. Aber wir mussten ja auf 62 Teiler gehen. Das heißt, es fehlen dann halt hier im Prinzip zwei Bits irgendwo, würde ich mal behaupten. Also der Außenkranz, der da, der schaut gut aus. Der geht durchgängig, weil das ist ja quasi das äußerste Bit, ein Bit, zwei Bit, das zweite Bit. Das geht sie ja nur aus mit 62, aber das nächste geht sie dann mit 64 nicht mehr aus. Also den Dreier haben wir dann nicht mehr Platz, der muss quasi hier um ein Bit früher abgeschnitten werden dann. Sieht man hier relativ gut. Also der müsste eigentlich länger sein, weil eigentlich hätte man hier einen so einen Strich mehr und hier zwei so Striche mehr. Von dem her muss das da halt im Prinzip angepasst werden. So, jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das Ganze hin? Wir haben hier gehäusetechnisch ein bisschen was da, das können wir an sich nachzeichnen. Wie gesagt, ich würde diese Federkontakte komplett wegnehmen. Ich würde irgendwie auf dieses Zahnrad mit dieser Welle draufgehen, weil das haben wir schon. Damit können wir arbeiten. Wir haben hier auch unsere ganzen Federringe, Sprengringe, Kontakte und so weiter da. Das heißt, wir haben eigentlich den Platz, tun wir es nochmal raus, die Kontakte weg.
Das Teil würde ich als, oh, das ist ja echt, guckt mal hier. Ich habe jetzt hier nicht wirklich was gemacht, ne? Aber ich merke jetzt schon, das bricht relativ schnell ab. Also die Dinger, die sind einfach durch nach 50 Jahren oder sowas. Da muss man einfach schauen, wie wir das machen. Aber die sind definitiv durch. Das soll mit der Himbeere laufen, ja. Und wir arbeiten ja nicht mit 64-Bit-Werten, sondern tatsächlich ja mit 62-Werten. Und wir müssen auf 62 Werte hinkommen, weil es nicht anders geht. Weil wenn wir mit 64 Positionen arbeiten, passt die Teilung nicht. Da haben wir Blätter drin, wo wir zwischendrin stehen. Deswegen, wir müssen wieder mit 62 Teilern fahren. Wie immer wir das realisieren, diesen Vollkranz, den wir da haben, wie auch immer wir diesen realisieren, müssen wir durch 62 dividieren, beziehungsweise durch 40, wenn wir die Stundenanzeige machen. Da müssen wir echt aufpassen. Anders geht's nicht. Anders haben wir keine Möglichkeit. Sonst laufen wir davon. Sonst läuft nämlich das Ding, wenn der 64 hat, dreht der 64 Mal, während die Minuten nur 62 Mal Umdrehung machen. Und dann kommen wir komplett aus dem Ruder. Und ich hätte eigentlich schon gern wieder eine Absolutposition. Ich meine, wir könnten jetzt ganz primitiven Schrittmotor reinpacken, aber eigentlich hätte ich schon gern eine Absolutposition wieder, weil es einfach cooler ist und da findet man vielleicht irgendeine Lösung. Also, wir haben quasi die Kontakte, die tun wir jetzt mal hier gleich wieder weg. Kriege ich das Teil da raus. Es ist da mittig genietet. Vielleicht kriege ich diese Niete da ein bisschen rausgemurkst. Bin mal zuversichtlich. Oder einfach abgebrochen. Das geht natürlich auch. Abbrechen geht auch immer. So, jetzt haben wir hier quasi, das ist da sogar geölt. Da ist ein bisschen Öl drin. Ja, grundsätzlich könnte man schon, also wir können wieder 64 Teile, 62 Teile machen und ein Teil für eine Nullposition. Und dann könnte man quasi, dann müssen wir halt einmal komplett durchdrehen, wie so bei der Nullposition sind. Das müssen wir uns anschauen, ob wir das so machen wollen. Ich weiß es noch nicht genau. Gerade bin ich noch am überhaupt mal schauen, was für Platzmöglichkeiten und so wir haben. So, das Teil hier, kriege ich das rausgedrückt? Nee. Wir haben ja quasi hier drin. Also bis da geht die Scheibe. Wir haben also quasi wirklich genau den Platz von einer Platinendicke. Den haben wir da innen drin. Die könnte so groß sein wie die da. Also wir können da die vollen Radius, vollen Durchmesser ausnutzen wie bisher. Und wenn wir noch irgendwie Hardware einbauen wollen, haben wir quasi dann hier diesen Zwischenraum. Diesen Zwischenraum hier hätten wir für Hardware zur Verfügung. Das wird gehen. Ist halt die Frage, jetzt zwicke ich nur schnell das Ding da raus, weil das stört mich da. So, hinfort mit dir. Das jetzt bitte raus. Nicht ganz am Rand abgezwickt hätte, dann würde ich mir jetzt auch leichter tun. Und raus mit dir. Zack, so. Wir können hier drin, also die Dicke, die wir jetzt hier haben, die haben wir für die Hardware zur Verfügung. Da können wir was reinbauen. Und der Deckel geht hier drauf. So. Das heißt, wir könnten theoretisch die Elektronik da unten reinbauen, die wir brauchen. Und können dann, also da ist ja unser Dings drin, also der steckt dann ja innen drin.
So nochmal. Wir könnten quasi hier unsere gesamte Elektronik reinbauen. Es hat hier definitiv eine 1,5 mm Leiterplatte Platz da drin. Das heißt, wir bauen jetzt da, wo unsere Scheibe reingeht, die Elektronik rein. Könnte sogar so halbrund sein. Hier vorne überstehen. Schauen wir mal, wo das Teil wie montiert wird. So wird es montiert. Das heißt, wir könnten quasi hier überstehen und hier so seitlich rüber. Wo habe ich ihn jetzt? Oh, ich kriege ihn raus aus dem Brettboard. Uiuiui, uiuiui. Spannend. Und könnten hier quasi unsere Hardware hinsetzen. Das wird gehen. Quasi das so halbrund, die Platine hier rein. Da dann unseren Raspberry hinsetzen und da noch irgendwie so ein bisschen die Leistungselektronik für was wir halt so brauchen. Das wird gehen. Dann könnte man nämlich. Was klickt da so? Dann könnte man nämlich die zwei Löcher für die Befestigung benutzen. Dann könnte man nämlich, das war ja die Originalplatine war ja hier von oben geschraubt, da drauf. Das heißt, wir könnten einfach diese Originalschrauben nehmen und dann von unten die Platine schrauben. Das müsste sich ausgehen, weil da steht das halt da rein. Genau, wenn wir unten was Kreisrundes haben, sind wir auch hier nicht im Weg. Perfekt. Was aber wiederum bedeutet, wir müssen jetzt erstmal konstruieren. Ich würde nämlich die zwei Teile einfach mal nachkonstruieren. Weil dann haben wir auf jeden Fall, haben wir auf jeden Fall mal irgendwie eine Möglichkeit, das Ganze 3D-mäßig zu schauen, was wir überhaupt Platz haben. Wenn man mit Hallgeber arbeitet, dann müsste man in die Metallscheibe Löcher bohren. Wäre aufwendig, mit einer Platine geht halt schlecht, wenn die Metallscheibe dahinter ist, oder? Ich weiß es nicht. Ist das jetzt Alu oder ist das. Ich glaube nicht, dass das Metall. Also Alu würde uns ja nicht stören. Müssen wir mal schauen, wo habe ich den Magneten hier unten drunter kleben. Also die Welle ist auf jeden Fall Metall, also Eisen. Aber die, also da zieht es mit zur Welle hin. Die Scheibe ist Alu. Die ist Alu, die wird uns nicht wehtun. Und wenn wir jetzt, also nur mal so laut gedacht, wir schauen uns das nachher gleich an. Wir haben ja jetzt hier diese Welle in der Mitte und außenrum diese Scheibe. Bin ich froh, dass ihr einen Kuli genommen habt, der funktioniert und extra noch probiert habt vorher. Mit dem. So, wir haben ja hier diese Scheibe außenrum. Und nur mal so hypothetisch gedacht, wir schauen uns nachher an, ich weiß nicht, was alles gibt. Angenommen, es gibt einen Neodym-Magneten, der in der Mitte ein Loch hat und so rund ist. Also quasi ein Donut als Neodym-Magneten, der hier so geteilt ist und hier Nord hat und hier Süd hat, zum Beispiel. Dann könnte man relativ problemlos, wenn sie das Ding dreht und wir hier irgendwo einen Hallsensor hinbauen auf unsere Platine drüber, dann wird man relativ problemlos hier mit dem Hallsensor unser Magnetfeld messen können. Wir konstruieren das Ding, konstruieren das und dann schauen wir parallel dazu, das schauen wir jetzt gleich, weil ich einfach neugierig bin, ob es einen Neodym-Magnet gibt, der. Oder oh, ist irgendeine Scheibe gewesen irgendwo? Keine Ahnung wo. Ob es einen Neodym-Magneten ob es einen Neodym-Magneten gibt, der magnetisch ist. Donutrund ist. Das Ding ist nicht magnetisch, das heißt, es stört uns nicht. Und er dürft. Da gibt es ein Loch in der Mitte mit Kegel versenkt. Ja, stimmt, vielleicht passt das, vielleicht kriegen wir es hin. Weil von oben gesehen müsste man halt nur schauen. Das wäre halt nur das Problem, wenn man von oben drauf schaut und hier unser Neodym-Magnet ist. Dann dürfte er halt hier eine maximale Höhe von 1,5 mm nur haben. So in etwa. Und dann klebt man den da einfach drauf. Fertig. Schauen wir uns jetzt alles klar an. Rüber zum PC wieder.
Haben wir irgendwo mal einen Kaffee gehabt? Kaffee. Bildschirm. So, jetzt gehen wir mal hier hin. So, Mikrofon so, dass ich einigermaßen zu sehen bin. So, jetzt muss ich mal echt mal meine Fließjacke ausziehen. Es wird jetzt hier mit dem ganzen Licht doch endlich mal warm im Büro. So. Im Übrigen bin ich immer noch bei Just Chatting. Sagt auch keiner was. Wie nennen wir das Ganze? Wissenschaft und Technik, haben wir gesagt, immer, gell? So, fertig. Das ist mein Käffchen. Jetzt schauen wir mal, was es so gibt. Neodym, Neodym-Magnete. Gibt es jetzt sicher irgend so ein Neodym-Supermagnete.de. Links unten steht Werbesendung im Übrigen, also ich muss, glaube ich, nichts dazu sagen. So, Supermagneten, Ringmagnete. Oh, perfekt. Messen wir mal gleich mit unserem Präzisionsmessschieber. Wir haben einen Durchmesser. Wir müssen unten diesen komischen Zahnkranz messen. Der hat ja so 4, irgendwas. Die Welle hat 4,0. Das ist vermutlich Außendurchmesser, Innendurchmesser, würde ich jetzt mal schätzen. Nee, nicht 2. Der bringt eine unendliche Anzahl an Magnetfeldstärken, der Magnet. Also wir haben quasi von einer minimalen Feldstärke, also von einer negativen Feldstärke, geht die größte ich von einer negativen Feldstärke, wenn wir im Südpol sind, keine Ahnung, je nachdem wie der Hallsensor geht, zu einer positiven Feldstärke und können diesen Wert, den wir da dazwischen haben, dann, der sollte sich ja eigentlich nicht verändern. Den Wert dazwischen können wir dann einfach durch x teilen, also durch das, was wir brauchen. Also in unserem Fall durch 62. Ob es funktioniert, der Mist ist, also es gibt, also wir haben bei der Senseo einen Hallsensor drin, der ist ein Schalter. Wenn da ein Magnet dran ist, dann ist 1 und wenn kein Magnet dran ist, ist 0. Das ist den wir bei der Senseo drin haben. Aber es gibt rein analoge, beziehungsweise mit I²C wahrscheinlich, es gibt reine Hallsensoren, die dir einen Analogwert von der magnetischen Feldstärke ausgeben. Genau, das gibt es auch. Muss man halt kalibrieren. Also man muss das quasi einmal komplett durchdrehen. Müsste man eigentlich hinkriegen. Und dann kann man das Ganze irgendwie kalibrieren. Und dann muss man halt nur den Nullpunkt finden. Aber den können wir ja mit dem Federmechanismus hindrehen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Höhe. Also eigentlich höher wie 2 möchte ich es nicht haben. Und dann wird es schon relativ spannend. Durchmesser 12. 9 mm Innendurchmesser. 2 mm Innendurchmesser. Jetzt muss er nur noch die richtige Polarität haben. Hat er nicht. Sieht man hier, dass er sie nicht hat. Da ist der Nordpol oben und der Südpol unten. Ja, sieht man da. Sind die alle so? Das tun wir hier mal beliebig. Diametral, da gibt es eh nur 2. Also wir haben genau 2 zur Auswahl. 5 mm Innendurchmesser, 10 mm Außendurchmesser, Höhe 5 mm. Höhe 3 mm, 10 zu 7. 10 zu 7. Wir müssen es konstruieren. Ich baue das Ding nach, dann können wir messen. Wenn wir dann die Platine drin haben, dann können wir wirklich messen und schauen, was für Größen haben wir. Der misst ihn positiv und negativ. Man hat dann immer noch eine 2 Position, sondern man hat zwei Werte. Man hat einen negativen Wert, sagen wir mal minus 100, und einen positiven Wert plus 100. Wenn man einmal komplett durchgedreht hat, und dann nehme ich quasi diese minus 100 bis plus 100, also 200, und dividiere es durch 62. Und dann weiß ich quasi alle, keine Ahnung, 200 durch 62, alle 3,22 ist ein neuer Wert da. Ist quasi, kann ich genau auf 3,22 genau sagen,
wie das dann ausschaut. Also von dem her, ob es funktioniert, kann ich nicht sagen. Kann man nicht versprechen, weiß ich nicht. Warum zwei Positionen mit Null? Nee, wir drehen ja einmal komplett durch. Und Null ist einfach auch irgendeine Position. Also Null ist dann ja auch irgendeine. Wir drehen ja in die gleiche Richtung. Das heißt, der geht von minus 100 auf. Also wenn du genau am Südpol bist, dann dreht er von minus 100, je nachdem in welche Richtung man dreht, in die positive und dann in die negative. Und zweimal die Null. Ja. Ja, das allerdings. Ja, das geht gar nicht, stimmt. Er weiß, von wo er kommt, weil er kann ja nur in eine Richtung drehen. Von dem her soll es kein Thema sein. Er dreht ja immer in eine Richtung. Aber wir haben tatsächlich Werte doppelt. Ja, wir können es nicht wirklich absolut sagen, weil wir Werte doppelt haben. Wir haben ja quasi einen Sinusverlauf und wir können ja vor der Spitze sein oder nach der Spitze. Und wenn wir das Ding einschalten, da muss er sowieso einmalig, also er muss bei jedem Einschalten, muss er sowieso einmalig komplett durchdrehen, damit er am Anfang immer einmal kalibriert. Das geht sich nicht anders aus. Also er muss das definitiv machen, weil es kann das Erdmagnetfeld mit rein spucken und so weiter. Haben wir ja auch, wir haben ein Erdmagnetfeld. Das heißt, es hängt auch davon ab, wie diese Uhr da liegt. Ob das Erdmagnetfeld mit reinspuckt und so weiter. Von dem her einschalten, dann einmal komplett durchdrehen, dann wieder zum Nullpunkt hinfahren, zu dem, wo er ja weiß, dass der richtige Nullpunkt ist, weil ich ja dann aus der Kleinung negativen Richtung hinkommen muss. Und ab dem Moment weiß ich, an welcher Stelle von meinem Sinus ich bin. Genau. Sollte also klappen. Soweit, so gut. Boah, das wird, also das, ich hoffe, der ChatGPT kriegt es dann programmiert, weil das wird heftig. Das wird heftig, ja. So, dann zeichne mal das Teil danach. Dann. Oh, no momento. Jetzt muss ich schauen. Alibre Design. Dann schauen wir mal, was wir da haben. Ein neues Teil erstellen. Ja, vielleicht macht's über alle fünf Bildschirme, die ich habe. Dankeschön. Ach, das Stream Deck ist so genial. Ich habe da so einen Resize-Knopf. Da resize da mal quasi das Fenster, wo ich es hinbrauche. Das ist so praktisch. So. Ich würde das Teil auch eigentlich am liebsten 3D drucken mal. Aber das ist echt gar nicht so einfach. Da muss er hier einen Haufen. Muss er hier einen Haufen Support reindrucken. Ich bin kein Fan von Support, viel Support reindrucken. So, aber es hat hier auch schon Risse drin und so, also eigentlich wäre es 3D gedruckt, nachgedruckt echt besser. Wir haben hier 52, also nicht ganz, also ein bisschen mehr. Ich tue da jetzt nicht auf ein Zehntel genau, ne? Also wir haben hier 52 mal 47. 52 mal 47. 3D-Skizze aktivieren. Auf die Mitte. Was habe ich jetzt gesagt? 52 mal 47 oder was? 53. Ich habe ein Hirn. 52. Passt. Dann. Hoffe ich mal, das ist jetzt die Frage, ob das Teil, ne, das wird nicht mittig drin sein. Ne? Wir haben hier einen Durchmesser von, ach Gott, das muss jetzt ja komplett krumm sein, ne? 7,8
3. Und da haben wir einen Abstand von zack. Da haben wir einen Abstand von, jetzt muss ich den Taschenrechner benutzen. So, 7,3 durch 2, dann haben wir die Mitte von dem Loch da. Und jetzt will ich den Abstand von dem Loch hier zu der Kante haben. Und da haben wir jetzt 19,8 plus 19,8. Das heißt 3, 2, 3, 4, 5. Weil ich mag das nämlich, dass die Mittelachse dann genau 2, 3, 4, 5. Ich mag, dass die Mittenachse von meinem Koordinatensystem, vom CAD-Programm, genau die Achse hier entspricht. Aber dann tun wir uns leichter mit dem ganzen Restzeichnen. So, und in die andere Richtung ist mittig. Wir haben hier 6,8. Wir haben hier 6,8. In die andere Richtung ist tatsächlich mittig. Das heißt, da können wir symmetrische Abhängigkeit von diesen zwei Teilen nehmen, Skizze verlassen, austragen und dann machen wir erstmal nur das Teil da mit einer Dicke von 4 mm. So. Jetzt liegt es so drin. Jetzt können wir, also ich würde es so, also da liegt es auf und dann würde das so quasi zeichnen versuchen. Dann haben wir jetzt da hinten, müssen wir was wegschneiden. Und zwar einmal einen Kreis mit einem Durchmesser oder mit einem Radius von. Also, nee, da kann ich hier reinmessen. Mach mal so. Da fehlen auch wieder 4 mm. Das heißt, wir machen hier einen Kreis. Und der Abstand von hier zum Kreis, Außenkante, und zwar 2 müssen wir nehmen. So. Der Abstand ist 4 mm. Gut, jetzt aber. Ah doch, und oben ist es weniger. Ja, perfekt. Soll was, grüß dich. Und da oben sollten es jetzt sein 1,3 mm. Von da nach da. Na toll. Da fragt er mir jetzt nicht, wie ich es bemessen will, ne? Doch jetzt. Da sind es 1,45. Ja, plus minus. So genau hergeht. Dann müssen wir von da nach da eine Linie ziehen. Dann da hoch, darüber und wieder da runter. Dann müssen wir trimmen. Das weg. Danke dafür, dass mir jetzt die Abhängigkeit verbockt hast. Was fehlt ihm jetzt? Habe ich nicht hier Linie gezeichnet, muss mich jetzt so moppen, ja? Der Punkt auf den Punkt, danke. Was ist dein Problem da oben? Bist doch definiert, Linie. Dann zeichnen wir dich halt neu, damit definiert bist. Oh, jetzt bist du definiert. So, dann haben wir hier das Teil, Skizze verlassen. Ja, genau, wir machen erstmal nur diese Ablesung und so, dann, ob das überhaupt funktioniert. Weil, wissen wir nicht, sehen wir dann. Müssen wir erstmal rausfinden. Wird definitiv äußerst spannend, also wirklich äußerst spannend, das Ganze. Ob es funktioniert oder nicht oder wie oder überhaupt. So, dann haben wir da oben. Der Radius geht hier nicht ganz durch. Na toll.
Dann, aber die Radien sind alle identisch, dann zeichnen wir jetzt mal den Radius da ein. Und zwar haben wir einen Radius von 3 mm. Und zwar haben wir da überall Phasen drauf. 3 mm große Phasen. Und zwar da, da und da. So. Die haben wir auf jeden Fall schon mal drin. Dann haben wir unten eine Absenkung drin. Und zwar hier. Du und du. Du und du. Du und du. Und das Ding hat eine Höhe von 7 mm. Das wäre da, wo unsere Platine reinkommt, eigentlich original. Und das Ganze hat eine Tiefe von 1,6. Ja, Platinetiefe. Minus 1,6. So, gefällt mir schon mal. Schaut schon mal ein bisschen ähnlich aus wie das Teil schon langsam. Dann. Brauchen wir die ganzen Löcher? Ja, wir zeichnen es mal ein, weil es wurscht ist. Tut ja nichts zum Ding. Die Bohrung hier, die war, glaube ich, was haben wir für einen Radius gehabt? 3 mm, ne? Das heißt, die Bohrung hier wird auch irgendwie. Ja, wenn wir jetzt mal auf 3 gehen. Ja, die ist 3 und 3 weg. Und die da oben? Auch 3 auf. Ah, ein bisschen tiefer ist. Dann nehmen wir erstmal die unteren Bohrungen. Die unteren 2, die und die am Eck. Skizze. Und Kreis 3, also nicht nee, Dicke von dem Ding 2,5. Du bist gleich groß. Wir haben hier 3 mm, wir haben hier 3 mm. Und du bist einfach symmetrisch und fertig. Zack. Linear austragen und nicht nur 1,6, sondern, das seht ihr gar nicht, sondern durch alles. Zack. Und schauen wir die 2 Löcher drin. Dann haben wir noch 3 Löcher drin mit einem Abstand zur Mitte von, zur Kante von. So. Mit einem Abstand von 2,8. Das sind eben nicht ganz 3. Die sind 2,8. Und haben den Durchmesser von 2,5. Ja, mach mal 2,5. Und da haben wir gesagt 2,8. Horizontale Abhängigkeit von dir, dir und dir. Und du hast einen Abstand von. Mal die 2 Löcher anschauen. Genau, 30. So, was hast jetzt du noch für ein Problem? Du hast das Problem, dass du nicht weißt, dass du da eigentlich auf die Mittellinie gehörst, ne?
Zack, und was habt ihr noch für ein Problem? Dass ihr nicht wisst, dass ihr symmetrisch seid. Aha. Du und du. Zack, austragen und falsche Richtung. Alles und weg mit. So, dann haben wir die Löcher drin. Also so. So. Passt, ne? Schaut ähnlich aus. Ich kann es leider jetzt nicht hier drüber halten über den Stream, aber naja, das sieht gut aus. Ja, perfekt. Oh ja, einwandfrei. Glück ist es durchsichtig. Zum Glück ist es durchsichtig. Dann mal da oben noch zwei Bohrungen. Und zwar mit einem Abstand zur Kante von beide gleich, oder? Ja. Von 20,5. Gott, wie viel Bohrungen kann man irgendwo reinmachen? Hey. Sieht man, dass das beim Gussteil nichts kostet? Das sind auch 2,5er. Auch wieder symmetrisch die zwei Boys. Und der Abstand darunter war 20,5. Und der Abstand zwischen den Löchern ist egal, weil wir wahrscheinlich genau diese 3 mm von außen reinkriegen, ne? Ja, halt auch die 3 mm von außen. Dann bemaßen wir das. So. Schlauer ist das. Kannst du bitte durch alles merken oder muss ich es jetzt mal anklicken? So, dann haben wir die Löcher. Dann kommen jetzt noch diese drei Dome, die da aufstehen.2D-Skizze aktivieren. Der hat einen Durchmesser von 6 mm. Und da ist einer hier. Einer da unten. Und einer da drüben. Auf der gleichen Höhe. So, auf der gleichen Höhe habe ich gesagt, dann mach's bitte auch. Und ihr seid auch auf der gleichen Höhe, dann mach's bitte auch so. Perfekt. Dann haben wir da oben einen Abstand von. Das war der, der von oben einen anderen Abstand hatte. Und zwar haben wir von oben einen Abstand von 3,5. 3,5 und da haben wir einen Abstand von 3 gehabt. Genau, es geht nämlich dann auch genau mit den 6 aus. Das ist schlau, als wäre es so absichtlich gemacht. Und da von unten haben wir einen Abstand von, boah, wie ich das alles präzise messe mit meinem Messschieber, das ist kaum zu glauben. Sind das 13,5? Sind es. Von da nach da 13,5. Und der hat wieder einen Abstand von 3. So haben wir es. So einfach geht es. Linear austragen, eine Tiefe von, zack, 10,4. Echt? Nee, oder? Ja, 10,4. 10,4. Und schon haben wir die Nupsis draußen. Perfekt. Eigentlich haben sie jetzt nur eine Phase, also nur eine Stufe drin mit 4,5 und einer Tiefe von. Zeichnen wir auch noch gleich ein. Wenn schon, denn schon.
4,5. 4,5. 4,5. Kozentrisch du mit du. Du mit du. Du mit du. Hallo, du mit du. Danke. Skizze verlassen, Linie austragen, minus 1,5. So schaut es original aus. Dann machen wir das auch. Dann haben wir noch eine Bohrung drin mit vermutlich wieder 2,5, so wie wir es kennen. Ne? Ja, sogar 2 mm. Aber oben ist es ein bisschen ausgenudelter. Ne, 2,3. 2,3. 2,3. Kozentrisch. Du mit du. Du mit du. Und du mit du. Moment. Moment. Zurück. So. Falschen Kreis markiert gehabt. So. Und austragen durch alles. Zacka. Oh, das wird so toll. Jetzt machen wir nur gleich was, weil wir haben da ja eigentlich eine Transparenz drin, dass wir richtig original dran sind. Ne? Sonst heißt es dann wieder, oh, das schaut gar nicht aus wie das Originale. Da haben wir so ein komisches Teil drin. Sieht man das in der Kamera? Da ist eine Stufe drin. Die zeichnen wir natürlich auch mit rein, weil wir es können. Und weil uns sowas Spaß macht. Das heißt, 3D-Skizze aktivieren. Wir zeichnen einmal einen Kreis mit dem Radius. Mit dem Radius 22,5. Von da aus. Radius, habe ich gesagt. Nicht Durchmesser. Dann zeichnen wir einen Kreis, der 1 mm übereinstimmt. So. Dann eine gerade Linie, die hier runter geht und hier rüber geht. Eine gerade Linie, die hier rüber geht und den Kreis da dann irgendwo schneidet. Wir haben einen Abstand von dieser geraden Linie, die können wir jetzt richtig schön rausmessen, von 2 mm. Zack, 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 2. Die Linie hat dann vermutlich auch 2 mm. Ja. Dann hat die Linie da unten einen Abstand von der Kante von 23,5. Danach da haben wir 23,5. Ah doch, die ist sogar dann. Behaupten wir jetzt mal, die ist da auf der Linie drauf. So, muss sein. Dann schneiden wir das ganze Zeug weg, was wir nicht mehr brauchen. Also die Linie, die Linie, die Linie, die Linie, die da, die da, die da, der da, der da. Schaut alles nur definiert aus. Das erstaunt mich gerade sehr. Enorm. Und dann schneiden wir das Teil raus und das hat eine Tiefe von. Und da kriegen wir jetzt dann gleich ein Problem. Es hat eine Tiefe von 3,7. Sehr schön. Und da kriegen wir deswegen ein Problem, weil das Teil eigentlich höher ist.
Deswegen kriegen wir da jetzt ein Problem. Weil ich habe jetzt hier die Höhe von dem Kunststoffteil hier genommen. Ab und zu ist gnädig, ja. Nicht oft, aber ab und zu. Eigentlich müsste man die Gesamthöhe von dem Gesamtsystem nehmen. Das sind 7,9 Millimeter. So müsste man das eigentlich nehmen. So, das Teil bearbeiten durch alles. So war es geschickter. Mal haben wir nämlich die ganze Dicke. Ich hatte es vorher nicht bedacht. So, jetzt haben wir da die ganze Dicke. Dann sieht es nämlich auch besser aus. Dann haben wir nämlich das da, das da, das da. Das sieht von oben schon absolut perfekt aus. Dann kommt die Unterseite dran. Da müssen wir jetzt rausschneiden. Einen Kreis mit dem Durchmesser. Wenn die Dings da nicht, habe ich eine Feile, glaube nicht. Nämlich der Messschieber da nicht eine Zacke überstehen hätte, würde das Innenmaß auch besser gehen. So. Ah, diesmal mal runtergefallen, der Messschieber. Und dann genau aufs Innenmaß gefallen. So, jetzt haben wir wieder gerade Linie. So. Dann haben wir hier einen Kreisdurchmesser von 38,7. 38,7. Und dieser geht hier jeweils, zack, runter, rüber, danke dafür, hoch. Du bist kolinear mit dem da. Du bist tangential mit dem da. Also, steht bereits. Warum bist du da nicht grad? Danke. Und trimmen, du bist zu viel. Zack. Skizze verlassen, Linie austragen mit einer Tiefe von 4 mm. Dann Kontrolle. Von da nach da haben wir 2,7 mm. Von da nach da haben wir 2,3. Ja, jetzt mal so genau hergeht. Haben wir da jetzt einen Unterschied? Was haben wir von da nach da? Haben wir 4 mm von der Seite, hallo, zu der Seite haben wir 4 mm, 3,9. Das heißt, ich habe da einfach mich wahrscheinlich vermessen mit dieser Platinentiefe, oder wie? Nö, der hat da nicht 1,5. Der hat 1,5. Ja, habe ich 1,6. Von da nach da. Zwei Komma drei. Und wenn ich hier messe, habe ich also 2,5. Ich habe mir verguckt. 2,5. Alles gut. Alles gut. Das ist das eine Zehntel vielleicht mit Platinendicke und so. Damit können wir definitiv leben.
Dann müssen wir ein, jetzt wird es ein bisschen interessant, dann müssen wir, das wird richtig witzig dann gleich. Ich freue mich jetzt schon, wisst ihr nicht, was auf uns zukommt, aber ich freue mich schon, es wird großartig, es wird ganz großartig. So, dann müssen wir hier 1,2 mm abtragen. Und zwar so, dann von da runter. Hallo, hätte gern auf den Kreis drauf, danke. Kreis. Kreis. Danke. Von da runter. Rüber, rauf, rüber, rüber, grad bitte, danke. Daher und da wieder da drauf. So, du bist horizontal, dass wir das gleich mal von Anfang an geklärt haben. Ihr seid alle kolinear, du mit dem und du mit dem. So, haben wir das schon mal geklärt und du mit dem da. Dann schneiden wir uns da unten das Teil raus, braucht man nicht mehr. Und jetzt kommt das Krasse. Wir haben hier einen Mikrosteg, der ist wirklich nichts. Der hat eine Dicke von 0,6 mm. Das heißt, wir müssen einen Kreis zeichnen, der von da nach da einen Abstand von 0,6 hat. Und du bist mit dem Kolineal. Und jetzt müssen wir das Ganze austragen für, wie viel habe ich gesagt? Ist wieder vergessen. Für 1,2 mm. Minus 1,2. Und jetzt haben wir hier so einen kleinen Puppelsteg stehen, der wirklich tatsächlich hier steht. Und weil uns dieser Puppelsteg nicht reicht und hier nämlich dieses Kunststoff-schwarze Teil da genau reinrastet, haben wir da noch mal einen Steg innen drin mit einem, das messen wir jetzt daraus, 0, genau 1 Millimeter. Und dann 0,5 hätten wir abrunden können, ja, dann hätte man gar nicht machen müssen. Wir haben jetzt hier noch einen genauso furzkleinen Furzsteg. Und zwar wieder ein Kreis. Jetzt muss ich schauen, wo ich hinmessen muss. Und zwar von da nach da. Von 1 Millimeter. Und der geht hier runter. Und weil er nur runter nicht reicht, hat er da unten, aber das kriegen wir niemals hin. Da steht er nämlich auch noch über. Ah komm, der Zimmer durch, ey. Da gehen wir jetzt nicht. Also er steht, er macht da unten. Ich zeige es euch mal ganz schnell, damit ihr wisst, wovon ihr redet, weil jetzt glaubt man, sonst steht keiner. Oh, Bildschirm aus, Bildschirm aus, Bildschirm an. Perfekt. Der macht da unten noch einen Radius. Da. Der geht nicht gerade runter, der Steg, sondern der macht hier eine Biegung raus. Und auf der Seite auch. Hört aber sogar noch früher auf. Also, nee. Ist wie du not du. Auf gar keinen Fall runter und rüber. Und hoch und rauf.
Und ungefähr dahin. Und einen zweiten Kreis brauchen wir auch noch, der konzentrisch ist mit dem da. So. Du bist horizontal, das bist eh schon, und du bist tangential, du da mit dem da. Ja, mi, 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 mi. Ist eh schon da wahrscheinlich, oder? Ja, die Abhängigkeit hat er eh schon. So, trimmen, dich braucht keiner, dich braucht keiner, dich braucht keiner. Also jetzt hat dann bis da oben, hä? Was macht er? Dann trimmen wir halt noch. Ne, da machen wir hier noch einen Kreis runter. Der geht dann hier rüber, hier raus, hier rüber und da drauf. Horizontal. Du hat er schon. Und tangential du und du. Hat er auch schon. Perfekt. Dann trimmen wir mal die Teile weg. Und zwar den da, den da, den da. Den da. Dann bist du kollinear mit dem und der da auch. Und dann haben wir noch Bemaßung. Du bist Hochdoppelpunkt von hier weg, so in etwa. Ja, so 2,5. Und da machen wir irgendein Maß. Na, müssen wir gar nicht, das können wir auch kollinear machen. Du und du. Dann ist das definiert. Das da drüben ist tatsächlich etwas tiefer. Und zwar geht es da drüben. Das kriege ich sogar richtig rausgemessen, wo es hingeht. Das geht auf 5,5. Und dich machen wir auch kollinear mit der Kante deiner Bisch auch definiert. Verletzen. Und ausschneiden. Und zwar mit einer Tiefe von, jetzt wird es interessant, zack, einer Tiefe von 1,5. Minus 1,5. So, jetzt haben wir da, also, beide Richtungen, beide, beide, durch. Ungleich in beide Richtungen. Minus 1,5 da, 5 in die andere. Passt. So. Und dann haben wir hier das Teil rausgeschnitten. Oh Gott. Also 3D gedruckt kriegen wir das Ding sowieso nicht wirklich, ne? Also, die Frage ist, ob man diesen Falz überhaupt reinmachen sollen. Ich meine, da geht es darum, dass kein Staub und nichts reinkommt. Wenn wir den weglassen würden. Ja, eben, Staubschutz. Wenn wir den weglassen würden, dann würden wir uns schon einiges sparen. Weil wir haben hier unten ja auch keinen Staubschutz mehr, wenn wir da Platine reinbauen. Und so können wir es halt definitiv nicht 3D drucken. Also, so ist definitiv nicht 3D druckbar mit diesem 0,6 mm Steg da. Also da, ne. Nicht brauchbar 3D druckbar. Ja, Resin-Drucker wäre da jetzt der Waffe der Wahl, ne? Aber die Frage, die ich mir gerade stelle, ich meine, es ist ja schön, wenn das Ding also ein bisschen einrastet. Das finde ich ja echt okay. Aber. Und das macht man jetzt, weil das echt keinen Sinn macht. Aber Doppelpunkt. Es reicht, wenn er. Hallo, du bist nicht mehr voll definiert.
Aber wer definiert den denn noch? Horizontal, Dichtung mal weg. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Weg, weg. Jetzt bin ich nicht mehr definiert. Das machen wir jetzt so, ganz schmerzfrei. Von da runter rüber. Du bist horizontal, haben wir schon. Und du bist tangential da und da. So. Und da kann man auch noch eine Linie dazu. Zack. Die kommt weg. Weg, weg. Mach mal neue Linie rein, die was da durchgeht. Zack. Tangential. Tangential bist du eh schon, gell? Ja, perfekt. Dann machen wir da einfach eine Bemaßung noch dazu von 17. Was fehlt dir? Du bist kolinear mit dem. Fertig. Ich bin schick, wenn der nämlich einrasten kann und sich nicht mehr bewegen kann. Aber wir brauchen nicht diese Lippe für den Staubschutz. Das kriegen wir so hin. Und so passt es dann auch. Dann kann der da einen schönen Rand haben, hier schön einrasten, dann schaut es auch schick aus und dann bin ich happy. Und dieses überstehende Teil, was wir hier haben, das tun wir dann auch weg, weil das gefällt mir auch nicht. Und rein theoretisch kriegen wir das, ich meine, wir müssen hier echt viel Support reinhauen, wenn wir es so rumdrucken. Aber ich glaube, wir würden das gedruckt kriegen. Das sollte klappen. Vielleicht drucke ich es bis nächste Woche mal aus, einfach testhalber zum Schauen, wie es ausschaut. Mal zum Probieren. Einfach so. Ja, könnte man machen. Speichern das Ganze. Ja, jetzt muss ich mal schauen, wo ich das hinspeichere. haben wir da schon. Ja, da haben wir einen Ordner, gell? Schaltungen. YouTube gibt es da irgendwo. Und da gibt es irgendwo Klappanzeige. Und da machen wir jetzt einen neuen Ordner. Version Raspberry. Da macht man Ordner CAD. Und da macht man Ordner. In ein Datei Inkrementalgeber Unterseite fertig gespeichert. Boah, das wäre jetzt abgestürzt, aber ich habe nicht einmal gespeichert. Oh, danke, Chat, dass du mir darauf hinweist. Oh, wenn ich den Chat nicht hätte. So. Und nun zeichnen wir den Deckel. Dann schauen wir, ob wir ihn zusammengebaut kriegen. Datei, nicht öffnen, sondern Datei neu hätte ich gern. 3D-Teil. Dann zeichnen wir erstmal die Grundkonstruktion und die ganzen Ohrwaschel und Dinger, die da so dran sind, die zeichnen wir dann danach. Am Kreis mit einem Durchmesser von 44,2. Dann haben wir sowas, sowas, sowas. Ihr seid horizontal. Horizontal bist du bereits. Ihr seid tangential. Du mit du. Du bist schon tangential. Und da haben wir einen Abstand von 46,8. Also von da oben bis da unten. Sechsundvierzig minus 22,1. Plus. Sorry. Warum sagt er, mein Hätte sie da gerne den oberen? Jetzt sagt er was. Die 1. Ich nehme die As. 46,8. Das ist jetzt richtig. Ja.
Na, habe ich doch richtig gerechnet, gerade eben 46,8 Trimmen. Trimmen. Passt. Undo all. Close, ja, oder für 10 Euro. Ja, Autosave macht das, wenn ich einmal gespeichert habe. Für so 10 Euro Donation quasi ein Close. Genau, das wäre eigentlich, fände eigentlich cool. Fände eigentlich eine gute Idee. Programmiert das mal schnell einer, bitte. So, Skizze verlassen. Und das ganze Kind hat eine Höhe von, jetzt haben wir noch ein Problem, 10. Nämlich passt schon wieder keiner auf, weil ich habe ja gesagt, wir machen das anders. Der steht nämlich da unten über und das gefällt mir nicht. Und zwar steht der wie viel über? Er steht über um. Um genau einen Millimeter. Das heißt, das Teil wird 45,8. Ob es dann genau ausgeht, das sehen wir, wenn wir es zusammenbauen. Dann haben wir einen fetten Radius da unten drin von 4 mm. Da 4. Dann haben wir ja, das wird so 1 mm sein, würde ich mal schätzen, 1,5 mm. Dann haben wir einen umlaufenden Radius von 1,5 da. So, wundervoll. Dann glaube ich, dass die Dinger da. Ja, genau, die waren die Bohrungen, die Teile, die Ohrwaschel hier, das waren ja die Bohrungen von dem anderen und die waren genau auf der Achse, wenn wir uns erinnern. Das heißt, da klatschen wir jetzt genau auf der Achse zwei Kreise hin mit 6, Komma 2 mm. Sechs Komma zwei, dann hier eine Linie rein und ach so, nee, die ziehen wir gleich rüber, weil es wurscht ist. Bitte da auf den Kreis, danke. Die ziehen wir einfach durch, weil es ja frisst ja kein Brot, ne? Du bist aber tangential mit dem, bitte. Besteht bereits, aha. Dann seid ihr aber symmetrikalisch. Du mit du. Zack. Dann kommst du weg und du weg. Dann haben wir einen Abstand Loch, Loch von. Das müsste eigentlich der gleiche Abstand sein wie hier. Und zwar von da nach da. Haben wir Mitte, Mitte 46. Das heißt, da können wir von da nach da 46 machen. Bist du jetzt nicht symmetrisch? Magst du nicht symmetrisch sein? Wolltest du nicht? Habe ich nicht gesagt, du bist symmetrisch? Habe ich nicht. Du und du? What are you doing, Programm? Das zum Thema Undo All, ne? Meine Güte, machen wir es ganz anders. Lassen wir erstmal die Kreise. Lassen wir es erstmal. Sicher ist sicher. Symmetrisch. Du mit du. Also, vielleicht hat er das ja verloren, weil ich ihm die Dings rausgenommen habe. Das kann sein. Weil ich ihm die Dinger rausgeschnitten habe. 6,2 haben wir immer noch. Und dann haben wir noch eine, machen wir symmetrische Abhängigkeit von du und du. So. Warum bist du rot?
Weil du es kannst. Einfach weil er es kann. Du bist bitte tangential mit dem. Tangential. Jetzt. Macht er nicht? Mag er nicht? Verlängern? Verlängern? Jetzt? Selektion? Sonst hat er wieder die Symmetrie verloren. Ah, wie war das mit ab und zu? Ist ja libre gnädig. Ab und zu. Seltenst. Trimmen. Zack, 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 zack. Und jetzt ist die Symmetrie im Arsch. Dann ist mir aber auch gerade egal. Dann bemassen wir jetzt von da nach da und sagen 23. Und verlassen und austragen in die andere Richtung. Bis ganz unten, also die 10. Da ist der Radius unterbrochen, tatsächlich. Ja, Löcher zusammenpassen, im Prinzip echt kitschig. Aber wir müssen sie irgendwo dann zentriert kriegen mit Zusammenfügen in der Baugruppe nachher. Von dem her ist es gut, wenn ein, zwei Dinge zusammenpassen. Und es meckert da mal wieder zu sehr. So. Das schaut schon gut aus. Jetzt tun wir hier gleich korrekt machen. Farbe schwarz. Aber nicht ganz so schwarz, weil sonst sieht man nichts mehr, glaube ich. So. Übrigens könnt ihr da mal auf Resize drücken, dann würdet ihr so alles sehen, was ich mache und so. Da haben wir eine Bohrung drin jeweils. Mit einem Innendurchmesser von 3 mm. Du bist symmetrisch mit dem. Ihr seid konzentrisch mit dem. Skizze verlassen, den ja austragen durch alles oder so ähnlich. Und dann haben wir da oben noch zwei Phasen drauf. Ich würde mal schätzen, 1 mm oder so. Ja, geht eigentlich fast bis zum Rand raus. Machen wir mal 1,25. Schließen. Und ich mache das Teil jetzt doch wieder eine andere Farbe, weil sonst sehe ich die halben Bemaßungslinien und so nicht, wenn ich das zeichne. So, jetzt haben wir das Teil so. Sieht gut aus. Ne? Jetzt fehlt uns noch die Rückseite. Und da sieht man, da ist ein Loch drin. Und das müssen wir jetzt auch noch darstellen, das Loch. Auf Skizzenebene. Und zwar müssen wir einmal innen drin das Loch darstellen. Das hat einen Innendurch, also Innenabstand von 39,5. Das heißt, wir zeichnen einen Kreis mit 39,5. Gehen dann von hier runter, rüber, rauf. Du bist bitte wieder vertikal, danke. Wir haben einen Abstand von dem Teil nach unten von 2,5. Also du nach da bist 2,5. Und das darüber ist auch 2,5. Messen wir mal schnell nach, ob es passt. Ja, 2,35, wenn es so genau hergeht. Passt schon. Trimmen. Zack. Und rausschneiden. Mit einer Tiefe von 8,8. Zack, rausschneiden, minus 8,8. So. Dann haben wir da unten einen Radius drin. Von 2 mm.
Von da nach da. Und eigentlich haben wir hier Umlaufwert innen drin in der Kante. Ja, so ungefähr einen halben Millimeter, aber das stellen wir nicht da. Wir tun es ja eh 3D drucken. Dann ist das so schon gut. Boah, das sieht sogar richtig aus, ne, hier, ne? Also so vom Übergang und so sieht nicht so schlecht aus, was ihr da hinmurks. Perfekt. Und jetzt haben wir noch eine Aufgabe, und zwar einen Kreis mit einem Abstand zum anderen Kreis von 1 Millimeter war das, oder? Ja. Und du bist von hier. Wir zeichnen es jetzt einfach so. Wir zeichnen es jetzt einfach. Wir sind ja gerade durchgangen. Sind gerade runtergegangen bei unserem anderen ohne der Kante. Das heißt, wir können hier auch komplett gerade raus, feuern hier einmal komplett drumrum. Und gehen da drauf. Mach mal Symmetrie von euch zweien. Dann mach mal euch kolinear. Du mit du, mit du. Dann machen wir da einfach ein Maß X. Ahnung, 25. Dann schauen wir mal, was wir sonst noch bemassen müssen. Dich da, von da nach da. Ahnung, 55. Und sind wir schon definiert. Skizze verlassen, austragen, und das Ganze hat eine Tiefe von auch 1 Millimeter, oder? Ja, 1 Millimeter minus 1. Ah, falsch. Da müssen wir noch wegtrimmen. Zack, zack. Vergessen. So, jetzt. Dann haben wir da auch Millimeter. Und dann ist das nämlich da durchgängig, weil wir das eh nicht brauchen. Also ich meine, so hier im Prinzip, ja, das passt. Gefällt mir. Dann bist du jetzt schwarz. Dann wirst du gespeichert. Inkrementalgeber Oberseite. Dann tun wir hier eins neues Baugruppe-Teil machen. Drücken wir gleich auf Inkrementalgeber Unterseite hinzufügen. Tun wir gleich Resize, damit hier Action. So, dann. Dann. Dann tun wir, dass wir es richtig machen. XY mit XY. YZ mit YZ. Und ZX mit ZX. Fertig. Abhängigkeit hergestellt. Referenzgeometrie nicht mehr anzeigen. Zack, dann kann man das nicht mehr verschieben. Das ist schon mal fix. So, dann neues Teil einfügen, Inkrementalgeber Oberseite. Dann mal das Teil da. Und da steht die Fläche auf der Fläche auf. Das Loch in dem Loch. Und jetzt müsst eigentlich das Loch und das Loch zusammenpassen. Ja. Tut's. Aber passen tut's trotzdem nicht. Weil so, soll was, du bist weg. Oh ja.
Das ist, wenn die mobile Daten, also ich meine, du ehrenvoll das für mich ausgibst, weil du musst ja mal auch noch was übrig lassen, weil morgen haben wir auch noch einen Stream und Freitag auch. Weiß nicht, ob morgens wieder daheim bist. Nicht, dass das weg ist. Dir einen schönen Abend, soll was. So, eigentlich hätte ja das hier schon mit dem Ding symmetrisch sein können, ne? War das nicht? Jetzt passt es mal auf. Wir haben doch hier das Teil. Das war doch die Bohrung hier, die da. Bearbeiten. Na, die war nicht auf dem Symmetriedings drauf. Ich dachte, die war hier auf der Mittellinie drauf. Dann ist klar. Okay, da haben wir nicht Mittellinie drauf, sondern da haben wir einen Abstand von 3,05. 3,05. Ja. Alles klar. Alles klar. In eigene Fenster bearbeiten. Da haben wir 3,05 und nicht da drauf. Das heißt, wir müssen, welche Abhängigkeit ist, ich sehe es nicht mehr, weil alles schwarz auf schwarz ist. Wir löschen einfach die da raus. Ja, eskalier komplett. Selektion von der Mittellinie. Darunter haben wir 3,05. So, Skizze verlassen. Alles weitere speichern, zumachen. Na, sieht es schon wieder gleich viel besser aus, oder? Und wir sind auch hier. Quasi bündig, oder? Ja, dann fragt man definitiv nach Zugangsdaten. Auf jeden Fall. 0,15 haben wir in Y-Richtung. 0,15. Das heißt, hier bearbeiten. Ne, nicht hier bearbeiten. Nein! Es geht immer schief, eigenes Fenster bearbeiten. 0,15, das heißt, wir haben hier 0,15 weniger, sprich 0,65, oder? 0,8, 0,7, 0,65. So, Skizze verlassen. Zack. Und jetzt müsste man hier eigentlich Y bündig sein. Y Delta 0. Perfekt. Oh, wie genial wir sind. Und hier die Phase passt auch so einigermaßen hier rein, dass das da drin ist. Sieht auch gut aus. Sieht sogar richtig gut aus. Eigentlich würde es mir fast besser gefallen, wenn das hier jetzt nicht abgerundet wäre, oder? Was sagt ihr? Wenn das jetzt hier, ich meine, wir machen ja eher 3D-Druck, aber wenn das jetzt hier gerade durchgehen würde, also diese Rundung hier, die gefällt mir gerade überhaupt nicht. Weil das ja, das wird sonst so schön mit dem hier abschließen, oder? Hier bearbeiten. Die da. So schöner, oder? Weil dann schließt es hier richtig schön ab. Sagt's ihr, Chat? Schon, gell? Chat. Keiner sagt was dagegen. Löschen. Rundung doof. Der Mod hat gesprochen. Der Chefmod hat gesprochen. So. Aber das sieht eigentlich jetzt nicht so schlecht aus, möchte ich mal sagen. Gefällt mir echt gut. Jetzt haben wir hier einen Abstand. Jetzt kann man hier mal messen. Abstand von hier nach da von 1,8. Das ist dann mal ganz locker Platineplatz. Ja. Ja. Können wir uns jetzt da noch überlegen? Also, was mir jetzt zum Beispiel da noch deutlich besser gefallen würde, also wenn wir gerade schon bei dem ganzen Schnickschnack sind und so weiter.
bearbeiten, aufheben, hier bearbeiten. Zum Thema Rundungen, dann machen wir lieber hier noch eine rein. Eine 4 mm oder was die hat, ne? Oder 3. Dann knallen wir lieber hier eine Rundung rein, oder was sagt ihr? Weil dann sind wir hier nämlich schnieke abgeschlossen hier mit dem Oberteil. Viel besser. Eine Million Milliarden mal besser, oder? Sagt's ja, sagt es ist schön. Gibt es rück zu, dass schön ist. Ja, mir gefällt's. Kevin sagt, ja, die Frage ist, ob wir die Rundung da oben auch noch rausklatschen. Weil eigentlich, ich meine, wir haben hier keine Rundung. Das ist eigentlich nur bauteiltechnisch. Ich zeige es euch mal, wenn wir die da auch noch raustun. Unterdrücken. Na, eigentlich wäre es so fast schöner, oder? Ich meine, das ist da unten auch alles eckig. Ja. Ja, definitiv. Ihr hattet die Chance, Veto einzulegen. Die Chance ist jetzt rum. Speichern wir mal das ganze Zeug. Baugruppe Inkrementalgeber Baugruppe. So. Was sagt der Hollo? Hollo ist sprachlos, weil es so hübsch ist jetzt alles. Ja. In eigenem Fenster bearbeiten. Weiß nicht, ob euch das auffällt, aber da fehlt nur so ein Nupsi in der Mitte. Ihr hattet jederzeit eine Stimme, natürlich, selbstverständlich. Kann ja eh nichts dafür, wenn eine Streamverzögerung drin ist. So, und zwar haben wir hier einen Außendurchmesser von 7,3. Mit einer linearen Höhe von 5. Und dann haben wir hier eine Skizze drauf. Zack. Mit einem Innendurchmesser von dadurch sind es verschiedene. Ne, ist der gleiche. Wir haben Innendurchmesser von 4,2. Zack. Durch alles. Zack. Irgendwie ist mir das Ding zu dick gerade. Aber das habe ich gemessen. Es sieht hier vom optischen, hier bricht das Licht nicht. Bei mir bricht das Licht, deswegen schaut es ein bisschen komisch aus. Das sind 4 mm, das haben wir ja nachgemessen gehabt. Ne? Von da nach da. 3,9, ja, das passt. Da bricht das Licht nicht. Da schaut der Durchgang gerade aus. Und wenn ich hier reinschaue, dann bricht das Licht, dann sieht es komisch aus. So, Abstimmung der Platinefarbe der Kaffeemaschine hat sich in meine Hirn gebrannt. Was gab es da für eine Abstimmung? Die war doch sicher sehr demokratisch, oder? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Das ist so lange her. So, speichern. Weil ich dachte, ich habe es mir gerade angeschaut, so dachte man gerade so, irgendwo müsste eigentlich noch ein Loch sein, wo dieses Teil da durchkommt. Weil das müssen wir jetzt als nächstes zeichnen. Neues 3D-Bauteil. Resize. Das zeichne ich jetzt in 1. Also da tun wir jetzt nicht rum. Also das wird ein Teil. Da tue ich jetzt nicht die Aluscheibe und das Dings da separat zeichnen. Das fange ich nicht an. Ich fange mit der Aluscheibe an.
Diese hat einen Außendurchmesser von 30,5 und eine Dicke von 2. Dann geht da oben ein Nupsi raus mit einem Durchmesser von, was haben wir gesagt, 4. Und einer Länge von 22,2. Ja, Andi. Komma 2 hat das Loch gehabt. Dann haben wir da unten diesen komischen Zahnkranz, der hat einen Durchmesser von 4,2. Den zeichnen wir auch noch ein, weil mal machen wir halt. 4,2. Mach mal 4,3. Mal ein bisschen sieht. Und zwar ist der, wie tief? Ja, kriege ich sogar richtig angelegt. 1,5. So, dann haben wir quasi hier unten diesen Zahnkranz angedeutet. Ich male kein Zahnrad hin. Das mache ich nicht. Nein, nein, nein. Und da unten guckt es ein bisschen raus. Das ist mir aber auch egal. Dann haben wir diese Sprengringe, aber die zeichnen jetzt auch nicht ein. Macht man nicht. Und da oben haben wir aber 0, irgendwas Phase drauf. Die zeichnen wir ein. Speichern wir das Ganze als Inkrementalgeberwelle. Dann machen wir hier einen auf Baugruppe hinzufügen. Inkrementalgeberwelle. Zack, dann bist du und du irgendwie abhängig und dann, wie weit steckt jetzt das Teil da drin? Wie war denn das nochmal? Bis hier. Bis da. Ach, wie kriege ich das jetzt gemessen? Neun Komma fünf. 9,5 und zwar ausblenden, runterschieben. Du bist von da nach da ein Abstand von 9,5. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ach, falsch gemessen. Falsch gemessen, und zwar hier nach hier. 9,5, aber minus der Aluscheibe 7,5. Jetzt schaut es besser aus. Zack, zack, zack und einblenden. Ja. Und jetzt haben wir da nämlich auch gleich ein Problemchen oder Nicht-Problemchen. Und zwar sehen wir das jetzt. Das sehe ich jetzt auch, wo ich es quasi weiß, dass wir das Problemchen haben. Und zwar haben wir hier unseren Plastik-Nupsi im Weg. Der hat den Innendurchmesser von 7 mm. In eigenem Fenster bearbeiten. Und
Der da hat einen Durchmesser von 7,3 mm. Messen wir nochmal nach. 7,3 mm. Das heißt, da kriegen wir ein Problem. Weil der Magnet ist 3 mm hoch. Und wir haben aber da dazwischen vermutlich keine 3 mm. Ausblenden. Wir haben von hier nach da 2,5 Millimeter. Ach, come on. Oh, wie gemein will die Welt sein. 2,5 Millimeter haben wir. Und 7. Ja, Andi, aber er passt nicht. Der da. Er passt nicht. Oh. Das ist jetzt richtig, richtig, richtig gemein. Außer, Moment. Einblenden, ausblenden. Ne, da haben wir auch nicht mehr Platz, ne? Hätte sagen, sonst kleben wir auf die Unterseite, aber da haben wir 1 Millimeter Abstand. Oh, warum ist die Welt so grausam zu uns? Ich weiß es nicht. Da müssen wir halt noch woanders suchen. Oder vielleicht gibt es irgendwelche. Also ich hätte es gesagt, sonst kleben wir auf die Unterseite drauf, weil durchs Alu kommt es durch. Das stört uns nicht. Vielleicht finden wir aber einfach einen. Was haben wir denn da sonst gehabt? Der hatte eine Höhe von 5 mm. Scheibenmagneten. Wo stand? Ich habe da gerade irgendwo Rundmagnete mit Loch gelesen. Wo habe ich das gelesen? Rundmagnete mit Loch. Also das war das, was wir gerade gehabt haben. Rundmagnete mit Bohrung. Das waren die, wo du gemeint hast, mit quasi Senkung drin. Die gibt's. Aber vermutlich nicht diamagnetisch, sondern doch diametral. Na, sind sie nicht, weil da unten der Sprengring drauf kommt. Und das dann da ja ansteht. Der Sprengring kommt nämlich auch noch drauf. Und der wird aber vermutlich drumherum gehen. Ich könnte quasi. Was hat der für ein Durchmesser, der Sprengring? Der hat einen Durchmesser von 6, irgendwas. Genau, ich darf ihn nicht kürzer drucken, Hollo, weil der Sprengring da ja ansteht. Das ist ja quasi der Anschlag von der Welle, aber ich kann oder ich muss den halt dann 6,9 oder so machen, was auch wieder okay ist, weil wir das dann, wir können den Magneten einkleben. Reintun und dann wird der Magnet quasi auch noch automatisch zentriert. Ja, so rum. Wenn, dann müssen wir es so rum machen. 6,9. Dann geht es aus. Dann klappt das Ganze. Boah, das Ding steht ja über. Steht es da auch über?
Ja. Ach, dann wird es ja mit Drucken richtig, richtig beschissen. Nee, wird's nicht. Wird's gar nicht. Ach so, die Teile haben ja hier diese Einkerbung drin, weil die hier einrasten. Aber die haben eine Höhe. Was haben wir gesagt? Eine Höhe von ungefähr 10 mm. Die lassen wir weg. Und da tun wir einfach drei Abstandsbolzen rein. Weil das wird eher auf Kunststoff geschraubt. Das ist eh total nervig, weil das eh nicht gescheit funktioniert dann. Weil die sind eh schon gerissen und so. Und das kriegt man auch nicht richtig kalten dann, wenn wir es mit gedruckt haben. Das heißt, die Nups ist da. Die tun wir komplett weg. Die Löcher lassen wir, weil da können wir dann die Abstandsbolzen reindrehen. Was haben die für einen Durchmesser gehabt? 2,3. 2,3. Machen wir die 2,5, weil dann kriegen wir einen Dreierquint rein. Die tun wir komplett weg. Dann tun wir. Ja, bald kann man ledern. Dann tun wir die Phase da weg. Die brauchen wir dann auch nicht, weil die Platine wird unten geschraubt von uns und nicht von oben. Und die Ausnehmung da, wenn wir es von der Seite drucken, tun wir auch weg. So. Jetzt ist meine Baugruppe weg. Speichern wir das mal schnell. Weil dann kriegen wir das Ding nämlich ganz easy peasy von der Seite gedruckt. Also so. Ist dann komplett problemfrei. Ja. Das ist dann komplett problemfrei. Das gefällt mir. Und da packt man dann einfach 3 M3 mal 10 Abstandsbolzen hin. Ja. Dreh, dreh. Gefällt mir. Was sagt ihr dazu? Nee, das alte Gehäuse kann man wegen dem Plastikteil in der Mitte nicht verwenden. Aber ich meine, wir machen Platinen dafür. Wir kaufen eine Raspberry Pi dafür. Und jeder, der so eine Flapflap daheim hat, hat da irgendwo einen 3D-Drucker. Also da braucht man nicht überlegen. Also das kriegen wir definitiv. Also das kriegt jeder 3D gedruckt, der das braucht. Definitiv. Ich finde es auch einen guten Kompromiss. Speichern wir nochmal, dann tun wir mal eigenes Fenster bearbeiten. Dann tun wir exportieren. Oh Gott, 1000 Ordner, die keiner haben will, wissen will. Danke, dass man es immer wieder rüberziehst. Dev. Schaltungen, YouTube, Klappanzeige, Version Raspberry, CAD, Step-Datei gespeichert, dann in eigene Fenster bearbeiten, Resize, Datei exportieren, Inkrementalgeber, Oberseite, Step. Haben wir diesmal gleich Step raus. Ist eh nur ein Versuch. Wir haben ja nicht mal eine Ahnung, ob es überhaupt funktioniert.
mit dem Magneten. Wissen wir nicht. Muss ich dann auch noch irgendwann bestellen. Ich habe einen Magnetfeldsensor da von Infineon oder so. Mit dem können wir das dann, glaube ich, testen. Da haben wir nämlich, da ist ein Ewald-Board mit einem USB-Stecker dabei. Da können wir es dann quasi mit deren Software direkt da testen, das Ganze. Das sollte hinhauen. So, jetzt muss ich mal ganz schnell, tun wir mal einfach mal Bambus-Studio öffnen. Ja, keine Zeit für sowas. Vorbereiten. Sind wir da schon richtig? Ja. Da und eine schieben und mehrere Teile laden und automatisch anordnen und vielleicht auch irgendwelche Abstände dazwischen lassen. Ja, das kriegt. Also damit der Phase wird. Hoppala, jetzt habe ich mir. Was habe ich jetzt gemacht? Damit der Phase wird er. Da, mit sowas flucht er immer ein bisschen, aber das kriegt er hin. Ja, ich glaube, das in der Farbe, dass man es auch sieht. Ich glaube, das sieht gut aus. Das könnte, glaube ich, schon funktionieren, ne? Ja, absolut easy. Also das kriegt er absolut leicht gedruckt. Was wir uns nur überlegen können bei dem ganzen Konstrukt dann noch. Was ich vorher gemeint habe, was ich noch sagen wollte, wir können schauen, ob wir es hinkriegen würden, dass wir hier diese. Da passt der Magnet rein, ja. Ob wir es hinkriegen würden. Hollo muss ich einfach nur abonnieren mit dem Prime, dann hast du keine Werbung. Ob wir es hinkriegen würden, dass wir hier so Einpressmuttern, diese Helicoil oder wie es heißen, reinkriegen, damit es ein bisschen stabiler wird das Ganze, wenn wir es zusammenschrauben. Weil es ist halt einfach nicht so ein Druckguss-Dings, Spritzguss-Zeug, sondern es ist halt einfach ein breitgedrucktes Zeug. Ja, das würde ich sagen, das haue ich morgen gleich raus. Weil dann können alle, die morgen beim Stream wieder dabei sind, können es alle gleich anschauen. Dann seht ihr es gleich, wie es ausschaut. Und da können wir theoretisch sogar noch eine Stufe drauf machen. Fällt mir gerade ein, damit wir dann hier mit der Platine bündig abschließen, weil wir haben ja 2,8 mm, 1,5 hat die Platine. Ich glaube, das könnte man hinkriegen. Also von dem her. Ja, ich schraube normalerweise auch meinen Druck. Also von dem her mit dem 2,5er soll es eigentlich funktionieren. Aber ich mag halt einfach diese Helicoil-Dinger, weil die einfach witzig sind. Also ich finde die cool. So, jetzt speichle ich das Ganze mal schnell. Version Raspberry. Inkrementalgeber. Gehauese. Speichern. Ich und Umlaut, meine Umlautphobie. So, ich habe heute noch gar nichts getrunken im Übrigen. Sagt auch keiner was, dass ich was trinken soll. Hallo 10 macht auch keiner mit den Ohm, damit ich mir mal streck und hier nicht irgendwie sterb vor lauter einseitig. So, soweit gefällt mir das. Ich hau's morgen tagsüber raus. Wenn wir es morgen Abend beim Stream mit Matthias anschauen, ob es irgendwie zusammenpasst. Wir können ja schauen, ob das Ding reinpasst. Und ich schaue, dass sie dann auch zeitnah diese Ringmagnete diametral. Dass ich diese Dinge da bestelle. Die kosten ja nichts. Da kostet ja der Versand 700 mal so viel, oder? Lieferbedingungen. 94. Boah, da muss ich irgendwelche coolen Dinge dazu bestellen. Okay, da habe ich schon genug. Da muss ich auf jeden Fall nur irgendwas dazu bestellen, weil sonst bin ich ja komplett RIP. Oh, Kabelhalter hier für den Schreibtisch und so. Oh, ich werde da mal schauen, was ich finde. Gut, dann muss ich hier mal auf die Ansicht gehen, damit es wieder groß sieht. Dann würde ich sagen, wir haben heute über 2 Stunden gestreamt. Ich habe kein Abo gekriegt, keine Donation gekriegt. Ich bin 2 Stunden für euch da und ihr tut es nicht mal Lobpreisen. Das finde ich ganz schön gemein.
Alles gut. Ich bin morgen wieder da, ab 20 Uhr mit Matthias. Da geht es an die Senseo wieder. Und ich habe gesagt die ganze Zeit, dass ich Dienstag, Mittwoch, Freitag streame, hallo. Und es steht im Twitch-Zeitplan-Kalender drin, dass ich streame. Also braucht sich keiner beschweren. Ich beschwere mich auch nicht. Alles gut. Also 10, 15 Leute waren da, das reicht. Für so ein bisschen Hardware-Zeugs und so weiter. Ich bin morgen mit Matthias wieder da. Ich bin am Überlegen, ob ich meine Senseo auch noch mal ein bisschen überarbeite, weil ich würde gern einen Tassenzähler und sowas reinmachen. Das müssen wir schauen, ob ich das noch irgendwann reinkriege. Ansonsten seht ihr mich morgen mit Matthias am Freitag wieder allein. Am Freitag geht es wieder mit dem ZX81 weiter. Und ja, ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen guten Abend. Genau, früher ging das auch, da gab es noch kein Discord, da gab es gar nichts, da waren trotzdem hunderte Leute da. Also genau, Kevin sagt es auch, da macht sich gar keiner beschweren. Also allen miteinander einen wunderschönen guten Abend noch, schlaft's gut, morgen einen ganz schönen Tag, könnt ihr euch morgen den ganzen Tag auf den Abend freuen, weil da kommt ein Stream. Und ja, noch viel fleißig im Chat, irgendwann müssen wir mal wieder zocken nach dem Stream, so wie wir es früher gemacht haben. Macht's es gut miteinander, vielen Dank fürs Zuschauen, bis morgen.